Arnold, als Haufer und Journalist sind sie in der Szene viel unterwegs und kennen sich mit den Dos und Don'ts bestens aus. Was genau kennzeichnet den Surfer-Style? Konstantin Arnold, der Style wird natürlich von den großen Marken dominiert. Die Pros tragen hauptsächlich die Klamotten von Billabong und Holley oder Quicksilver. Die jungen Leute denken dann, sie brauchen das auch. Dabei ist es wichtig, dass man trägt, was einem gefällt. Ich glaube, nicht die Kleider machen die Leute, sondern die Leute machen die Kleider. Sondern, wie sieht der Style heute aus? Arnold, es wird alles urbaner, die meisten Surfer leben ja auch in der Stadt. Der Tanktop-tragende Boardshop-Fanatiker mit langen blonden Haaren ist nicht mehr im Trend. Es wird alles irgendwie dreckiger und vermischt sich mit dem Hipster-Style. Also gibt es keine Style-Vorgaben. Arnold, doch, der Mainstream trägt Mützen oder, der Angis, schneidet sich die Ärmel ab und krempelt die Hosen hoch. Es gibt aber zum Beispiel auch eine coole neue Kollektion von LGSC, die heißt Black on Black. Sie ist komplett schwarz, also total gegen den Strich. Also ist der Style individueller geworden? Arnold, ja, den echten Surfer-Style gibt es nicht mehr, wenn man jemand sieht, der so typisch nach Surfer aussieht, ist das meistens nur plakativ und nicht echt. Was ist denn dann der echte Style? Arnold, der echte Surfer tut, was er will und trägt, was er will. In Australien geht man barfuß in den Supermarkt und trägt die gleiche Hose 4 Wochen lang. Da interessiert das niemanden. Sich cool und dekadent zu kleiden ist so ein europäisches Ding. Wenn man einfach das verkörpert, worum es im Surfen geht, kann man anziehen, was man will. Es geht eigentlich nicht um Mode, sondern um den Sport und das Lebensgefühl. Genau dieses Lebensgefühl zieht so viele Menschen in seinen Bann. Was ist daran so besonders? Arnold, für viele ist es ein Traum, am Meer zu leben. Aber letztendlich geht es darum, dass man die einfachen Dinge zu schätzen weiß und mit weniger zufrieden ist. Wo ist die schönste Welle, wo gehe ich essen, wo schlafe ich? Das beschäftigt jeden Surfer und ist eigentlich so simpel. Aber das ist eben nicht in Mode. Die Leute, die diesen Lifestyle leben, wollen daher weg von der Konsumgesellschaft. Es ist also ein Aufruf gegen den Mainstream? Arnold, ja und nein. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach dem Ungewohnten und der Ferne. Das ist eine ganz große Sehnsucht und durch das Surfen kommt man eben viel rum. Surfen steht für Abenteuer und die kleinen Dinge. Für die meisten verkörpert es aber Freiheit und den Einklang mit der Natur.